Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal. Wir sind nach wie vor in unserem Spiel. Wir sind in The Elder Scrolls Blades. Skyrim fürs Handy. Es geht weiter. Hier haben wir einen, der sagt zu uns, schön euch kennenzulernen. Dich kennen wir ja eh schon. Ich habe die neue Schmiede gesehen, etwas klein. Hey, hallo, hallo. Aber sollte reichen. Wir könnten sie immer noch vergrößern, wenn ihr mehr Baumaterialien habt. Wenn wir mehr haben, okay. Andere brauchen vielleicht auch noch Hilfe. Seht euch mal das Auftragsbrett bei der Stadthalle an. Diese Holzfäller meinten, dass du noch mehr Stadtbewohner in der Totenbachsenke gefangen gehalten werden. Okay. Dieser Ort ist seit langem als Unterschlupf der Grünkappenbanditen bekannt. Sie haben die Chance wohl genutzt und in dem Chaos ein paar Stadtbewohner entführt. Es wäre ein Versuch wert, sich das anzusehen. Weißt du was, ältester Junius, ich mache mich auf den Weg, nehmt euch in Acht. Kein Problem, große Axt, großes Schild, Feuer, alles da. Neue Quest, die Grünkappen-Banditen. Schauen wir mal rein in unsere Questmappe, begeben wir uns gleich einmal dorthin und wir werden das auch erledigen, glaube ich. Ui, drei Totenköpfe. Ich muss die Festung untersuchen, bei der die Banditen gesichtet wurden, um herauszufinden, ob noch Stadtbewohner am Leben sind. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach. Uns geht es momentan so gut, wir probieren es einfach. Ein bisschen irritiert mich, wir konnten da nie speichern. Jetzt weiß ich nicht, was passiert, wenn wir da sterben. Ich will es eigentlich nicht herausfinden, aber das kann uns natürlich auch passieren. Also, schauen wir mal. Gut. Wir sind jetzt in der Festung und schauen mal, wo diese Banditen unsere Leute versteckt haben. Aha, hier sind, okay, hier sind, sehe ich schon ganz viele Gefängnisse. Ich hoffe, da oben der Junge ist nicht von uns. Gehen wir mal weiter. Da liegt auch einer. Ja, mal auf die Tür. Und da geht's los mit dem Grünkappenbanditen. Holz nehmen wir mit, Grünkappenbandit. Ach, warte, wollte ich jetzt anzünden, hat wieder nicht funktioniert. Aber, wir haben ihn. Der nächste ist schon da. Aber der hat Zeit, der muss ja nicht seinen Kumpel helfen, ist ja kein Problem. Der kann sich hier langsam anschleichen, das war nicht gut. Feuer. Ja, Feuer war gut. Ist nicht wirklich jetzt eine große Hilfe gewesen für seinen Kumpel. Aber okay, gut. Mir soll es recht sein. Wir könnten auch dazu sagen, die KI ist jetzt nicht wirklich die beste, wenn das so ist. Aber bitte. Aber bitte, soll ja Spaß machen. Auf die Tür. Ah. Ui, da kommt ein Ratte. Aber die Ratte ist leider in mein Schwert gerannt. Pech für die Ratte, hätte ich gesagt. Nehmen wir mit. Was ist das? Ah, hier ist Essen oder was, gell? Ah, Feuer. Feuer, Salze. Apfel. Tür. Weiter geht's. Und da ist der nächste Grünkappen-Bandit. Wo sind meine Jungs? Hier sind sie nicht. Okay, Bandit. Wir zwei. Nur du und ich, Söldner. Heiz dich an. Du hältst ein bisschen was aus, habe ich gesehen, ja? Okay. Schlag zu, Schild hoch und jetzt. Was cool ist auch, dass das Handy vibriert mit dem Vibrationsmotor. Wenn es getroffen wirst, spürst du es wirklich in der Hand. Finde ich cool. Es ist bei der Maus natürlich nicht so am PC. So hast du, wie wenn du den Controller in der Hand hältst von der Xbox oder von der PlayStation. Ah, da drüben ist was. Ui, der hat ja Angst. Stadtbewohner, ich kann es kaum erwarten, hier zu verschwinden. Ja, bitte, tschüss. Lauf weg, so schnell du kannst. Ja, da ist eine Vase. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, gehen wir weiter. War da drüben noch was? Ah, da drüben ist auch noch ein Bewohner, ja. Komm nur her. Ich habe mir Sorgen gemacht, vergiss nicht. Sashi, die Wissensbewahrerin der Stadt.
Ich habe sie zuletzt beim Anführer gesehen. Eh klar. Hier, ich habe diesen Schlüssel einem betrunkenen Banditen gestohlen. Vielleicht hilft er euch ja. Der Bandit sicher nicht, aber der Schlüssel hilft sicherlich. Schlüssel gefunden. Ui, und eine Schatztruhe gefunden. Schatztruhen macht man gleich auf. Dauert ja oft eine lange Zeit, wie wir schon wissen. Hier dauert es noch 38 Minuten. Die machen wir jetzt mal auf. Die ist jetzt gleich offen gewesen. Und wir kriegen jetzt da Kohle wieder. 50 Goldstücke und 8-mal Pelz. Tierhaut. Ja, ist okay. Ja, damit. Vielen Dank. Da ist noch eine Holztruhe. Na, die haben auch noch nicht aufgemacht, gell? Die Holztruhe. Wenn ich jetzt öffne, verliere ich dann, ja, da verliere ich beinhart einen grünen Edelstein. Das gefällt mir nicht. Pelz. Für so einen Blödsinn brauche ich keinen Edelstein ausgeben. Kann ich die sonst irgendwie öffnen? Nee, gell? Achso, jetzt muss ich warten, bis die Silbertruhe offen ist, dann kann ich erst die nächsten öffnen. Kenne ich mich aus. Also Leute, nicht auf Öffnen drücken, verliert ihr nur die Edelsteine. Abwarten die 37 Minuten, bis die Silbertruhe offen ist. Dann könnt ihr sie aufmachen. Ich habe hier, glaube ich, auch ich habe einen Levelaufstieg, ganz genau. Und kann jetzt sagen, neue Stufe, ich möchte Magie verbessern. Und sagt dann, ja, okay, neue Stufe, kriegt auch Gold für den Aufstieg. Sehr gut, von wem auch immer. Aber Gold ist immer gut, frage ich nicht nach. Nehmen. Und jetzt können wir auf der rechten Seite absorbieren. Frostbiss und so weiter, dann tut es nicht so weh. Oder auf der linken Seite können wir statt dem Feuerball zum Beispiel die Giftwolke nehmen. Wir probieren es mal. Die Giftwolke anlegen. Kann ich dann beides nehmen? Werden wir gleich sehen. Raus hier. Okay. Da geht's weiter. Und da geht's weiter. Auf die Tür. Ist aufgesperrt. Wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Vom netten Gefangenen. Nichts drin. Gehen wir mal runter hier. Ja, da war runter. Ah, da ist noch was zu essen, das brauche ich nicht. Essen haben wir genug, das Leben ist voll. Steuerung haben sie echt gut gemacht. Du kannst selber steuern oder du kannst dorthin klicken, wo du gerne möchtest. Ich kann beide Zauber verwenden. Einmal Gift. Gift hat nicht funktioniert. Einmal Feuer. Feuer hat funktioniert. Jetzt baut sich links unten die Magie, das Mana eigentlich, glaube ich, wieder langsam auf. Hier ist genug zum Essen. Kein Problem. Auch wenn wir manchmal das Schild vergessen, kein Problem. Jawohl. Ihr seht, hier liegt so viel rum. Das kann man alles zusammen essen. Leben ist nicht unser größtes Problem, Gott sei Dank. Holz nehmen wir mit. Da drüben steht schon der nächste. Hier ist noch was zum Zerschlagen. Rechts ist noch ein Holz. Ah, Gold braucht man immer. Holz braucht man immer. Das ist noch was gewesen. Ah, Tierfälle, okay. Und da vorne ist der nächste. Hier geht es dann rauf. Aber schön langsam, alles der Reihe nach. Du bist der nächste Bandit. Das ist aber ein komisches Gesicht, Bandit. Probieren wir es mal mit Gift. Das Gift geht so langsam. Ah, da komme ich nicht zum Nachschlagen, gell? Okay, macht mir das Gift auch was? Ich hoffe nicht. Wir können noch eine Truhe nehmen. Mach mal auf. Okay, und gehen da weiter. Hier wäre ich gern raufgegangen, oder bin ich hier gekommen? Kann ich essen? Wenn das. Ne, alles esse ich auch nicht. Aber wir gehen unten weiter, wie er gesagt hat. Hier ist eh die Richtung vorgegeben. No. Parmesan esse ich gern. Ja, Parmesan mag ich gerne. Da ist ein Hebel, den Hebel drücken wir. Tor ist verschlossen, Hebel haben wir gedrückt, da geht's runter. Geh mal runter. Ist das der Anführer? Ui, Söldner. Schild hoch, Feuer, Schild hoch. Und einmal zuschlagen. Ui, der ist stark. Schild hoch. Gift.
Gift ist mal gut durchgegangen, braucht sehr lange und wir haben ihn. Gut, auch eine Waffe hat er da gelassen, die nehmen wir auch mit. Einen Stahlstreitkolben. Du kennst was, das essen wir gleich mal. Der hat uns ein bisschen was getan. Kann schnell ins Auge gehen, sowas. Und hier, oh, hier ist die Katze drinnen, die Sashi. Ihr seht nicht so aus, als würdet ihr zum Söldnerhaufen der Königin von Blutfall gehören. Nee, nicht wirklich. Seid ihr gekommen, um diese zu retten? Seid ihr die Bewissens? So bin ich nun mal. Trügen Sashi ihre Augen oder seid ihr wahrhaftig ein Champion? Ein seltener Anblick heutzutage. Ich heiße Super Mario. Schöner Name, übers. Sashi freut sich, euch kennenzulernen, Super Mario. Vielen Dank, Super Mario. Sashi steht in eurer Schuld. Bitte kommt Sashi in Hell's Kitchen besuchen. Sashi, das machen wir doch gerne. Wir holen uns die Belohnung. Es war alles easy cheesy. Wir haben Gold bekommen, Edelsteine bekommen und eine Silbertruhe. Ich sage jetzt abschließen und wir gehen zurück in die Stadt. Wir sind auf Stufe 4 Richtung Stufe 5. In etwa bei der Hälfte sind wir, wie wir gerade sehen. Da unten steht es eh, du kannst nur eine Truhe auf einmal öffnen. Ja, mit Edelsteinen kannst du den Vorgang beschleunigen oder in der Zwischenzeit weitere Truhen öffnen. Also die eine Truhe dauert noch eine halbe Stunde, das müssen wir abwarten. Dann kann man erst die nächsten Truhen öffnen, kein Problem. Da ist er wieder, der Junius. Ihr habt es geschafft, ihr habt unsere Leute gerettet. Wir stehen in eurer Schuld, Super Mario. Ich bin euch so dankbar, dass ihr Sashi gerettet habt. Sie ist wie eine Tochter für mich. Niemand scheint mein Interesse an der Stadtgeschichte mehr zu teilen als sie. Okay. Sie war gerade dabei, die große Statue auf dem Stadtplatz zu untersuchen, als wir angegriffen wurden. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, was aus ihr geworden sein könnte. Da fällt mir ein, dass einige Stadtbewohner unter der Statue wohl Tunnel entdeckt haben. Ihr solltet Sashi von diesen Tunneln erzählen. Das versüßt ihr bestimmt den Tag. Ich bin mir sicher, dass wir auch dann in diese Tunnel runtergehen müssen. Okay. So, jetzt könnten wir ein Heldenpaket kaufen, schlagt er uns vor. Exklusiv bla bla bla. Nein, danke. Möchte ich nicht. Mir geht's gut so momentan. Mit der Rüstung bin ich zufrieden. Es läuft alles. Wir gehen zu Sashi und erklären ihr oder erzählen ihr von diesen unterirdischen Gängen. Das Ganze machen wir aber beim nächsten Mal. Wir machen dann genau hier weiter, wo wir aufgehört haben. Ich würde sagen, ist top. Es ist wirklich top. Mir gefällt's. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei beim nächsten Mal. Inzwischen macht es gut. Bis dann. Tschüss und ciao, ciao.